Kopf oder Zahl? Kopf. Wie wahrscheinlich ist es jetzt eigentlich, dass die Münze tatsächlich Kopf zeigt und du recht hattest? Das ist ganz einfach zu beantworten, denn ein Münzwurf ist ein Laplace-Experiment. Aber was ist eigentlich ein Laplace-Experiment? Ein Laplace-Experiment ist ein Zufallsexperiment, bei dem alle möglichen Ergebnisse die gleiche Wahrscheinlichkeit haben. Heißt das dann also, dass beim Münzwurf die Wahrscheinlichkeit für Kopf bzw. Zahl jeweils 50% hat? Ja, du hast es bereits verstanden. Und aus dem Laplace-Experiment folgt dann die sogenannte Laplace-Wahrscheinlichkeit. Und was, wenn nochmal geworfen wird, ändert das dann irgendwas? Nein, weil sich ja im Vergleich zum ersten Wurf eigentlich gar nichts geändert hat. Anders ist das zum Beispiel bei einem Stapel Spielkarten. Den kann man doch in rote und schwarze Karten unterteilen. Richtig, und das machen wir jetzt auch. Der Stapel hat 32 Karten, also 16 rote und 16 schwarze Karten. P schwarz ist also 16 32, also ein halb. Und P rot ist ebenfalls 16 32, also auch ein halb. Aber für was steht denn P? P steht für Probability, das ist Englisch, und im Deutschen bedeutet das Ganze Wahrscheinlichkeit. Betrachten wir jetzt das zweite Mal ziehen. Beim zweiten Mal ziehen müsste man doch entweder mit zurückstecken oder ohne zurückstecken machen, und beim mit zurückstecken dürfte sich eigentlich nichts verändern, oder? Ja, richtig, die Wahrscheinlichkeiten bleiben genau wie beim ersten Mal. Aber bei ohne zurückstecken müsste das ja anders sein. Ja, richtig. Bei P rot... Was ist denn das für ein komischer Stabmagnet da? Das ist doch kein Stabmagnet. Dieses Zeichen steht für unter der Bedingung das. Ach so. Also bei Rot unter der Bedingung, dass vorher auch schon Rot gezogen war, ist dann die Wahrscheinlichkeit 15 31. Und bei P schwarz unter der Bedingung, dass vorher Rot, ist 16 31. Und bei Schwarz eben umgekehrt. Und das Ganze nennt man dann bedingte Wahrscheinlichkeit. Oh Gott, so viel Text, wann kommen endlich wieder Bilder? Hier hast du dann Bild, und zwar von einer schönen Landschaft. Was hat es denn mit diesem Baum da auf sich? Den schauen wir uns doch gleich mal genauer an. Du wirst es nicht glauben, aber dieser Baum hat mehr mit dem Kartenstapel von vorher zu tun, als du denkst. Aus so einem Baum ergibt sich nämlich das sogenannte Baumdiagramm. Cool, aber ich sehe da überhaupt kein Diagramm. Dazu müssen wir ihn natürlich erst einmal umdrehen. Okay, drehen wir ihn mal um. Aber warum das denn jetzt? Das wirst du schon noch sehen, denn so sieht das Baumdiagramm aus. Die Äste stellen eine Verzweigung dar zwischen zwei verschiedenen Möglichkeiten. Die Wahrscheinlichkeit ist dabei jeweils 16 32 hier. Das heißt, wenn ich zuerst eine rote Karte gezogen habe, ist es wahrscheinlicher, dass ich eine schwarze Karte darauf ziehe und umgekehrt natürlich auch. Kannst du den Baum eigentlich noch erkennen? Ja, jetzt sehe ich ihn. Und jetzt kommt noch Omega dazu. Was ist denn Omega? Das ist die Ergebnismenge, also Omega zeigt alle möglichen Ergebnisse, die rauskommen können, wenn man die Farbe verfolgt. Also rot-rot, rot-schwarz, schwarz-rot und schwarz-schwarz. Und dann machen wir jetzt noch, weil es so schön ist, eine geschweifte Klammer drum. Das sieht ja wirklich schön aus, das könnte man gleich einrahmen. Ja, das machen wir jetzt auch mal, und dann hängen wir es zu Hause bei dir auf, damit du dich an dieses wunderschöne Baumdiagramm immer erinnern wirst. So, das Bild ist jetzt aufgehängt, aber der Euro ist leider verschwunden. Und für wie wahrscheinlich hältst du es, dass jemand ihm ein Fundbüro abgegeben hat? Keine Ahnung. So, jetzt erzähle ich dir mal was über typische menschliche Verhaltensweisen. Wenn aber Menschen Geld finden, dann...